Sieht auch alles genauso echt aus wie im Fernsehen. Ist halt der Raum. Dahinter ist dann halt in Wirklichkeit nichts mehr. Das allererste, was extrem auffällt, ist, dass man hier extrem herzlich empfangen wird. Abgeschlossen. Ach, guck mal, ist zu. Mein Name ist Martin. Ich bin der Neue in der Lindenstraße. Ganz frisch angekommen. Ich werde den Marek verkörpern. Der Marek ist der Bruder von der Nina. Marek Zöllig, Nina Zöllig. Die allererste Szene, in der wir Marek erleben, fährt er in die Lindenstraße rein. Vor ihm läuft noch Helga über die Straße, vollgepackt mit Einkäufen. Es fällt ihr alles auf den Fußweg. Marek sieht es, springt raus. Er öffnet das Gespräch mit einem Spruch, der da heißt: Mensch, Plastikbeutel sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich helfe ihnen. Oh, danke. So steige ich ein. Marek, Dezember 2005. Marek? Zöllig. Jedes Mal, wenn ich Rotkraut esse, muss ich an sie denken. Marek kommt nach München, hat auch einen 10-jährigen Sohn. Seine Ehe ist gescheitert, quartiert sich bei seiner Schwester ein, um selber erstmal einen reinen Kopf zu bekommen, versucht einen Neuanfang, aber es läuft darauf hinaus, dass Marek in München bleibt. Das sind Mareks Schuhe, denn Marek hat einen Schuhtick. Es wird lustig und spannend und traurig und liebevoll, dramatisch, alles dabei. Ihr werdet lachen und weinen.